Hallo, wir sind heute im Golfclub Eschenried bei München und was ich Ihnen hier kurz vorstelle, ist der TomTom Golfer, TomToms erste Golf-GPS-Uhr. Was direkt auffällt, ist, dass die Uhr sehr dünn ist, gerade in dem Bereich. Das erreicht TomTom, indem sie das Bedienelement, das ist das hier, nicht wie alle anderen Uhren in dem Uhrbereich selbst, sondern einfach darunter platziert haben. Das Bedienelement selbst erinnert sehr an so ein die alte Bedienoberfläche von dem Nokia. Das sind einfach vier Buttons, hoch, runter, links, rechts. Das in der Mitte sieht aus wie ein Touchscreen, ist aber kein Touchscreen. Die Bedienung dadurch fällt extrem einfach. Und ich möchte Ihnen jetzt mal ein paar Features zeigen und wie einfach die Bedienung tatsächlich ist. Ich drücke einmal nach rechts. Das startet die Rundensuche bzw. erstmal die Satellitensuche. Und jetzt wird Ihnen auch schon angezeigt, Sie befinden sich im Eschenried Golfclub in München. Sie könnten auch mit dem Pfeil nach unten sich durchscrollen, welche anderen Plätze in Ihrer Nähe sind. Aber wir sind hier in Eschenried. Drücke ich einmal nach rechts. Jetzt kalibriert er sich kurz auf das erste Loch. Sie haben 302 Meter zur Mitte des Grüns, 313 Meter zum Ende des Grüns, 290 Meter zum Anfang des Grüns. Außerdem wird Ihnen angezeigt, Sie befinden sich auf dem ersten Loch und es ist ein Par 4. Wenn Sie jetzt weitere Details zu dem Loch haben wollen, drücken Sie einfach nach rechts. Und dann sehen Sie genau, wie weit Sie zu den einzelnen Layup-Areas haben. Das heißt, wie weit Sie es zu dem Punkt haben, 100 Meter von der Mitte grün entfernt. Perfekt, wenn Sie zum Beispiel einen Pitching Wedge 100 Meter schlagen, wissen Sie, okay, für meine Lieblingsdistanz habe ich noch 202 Meter von der Stelle, wo ich jetzt gerade stehe. Genauso mit Layup 150 Meter und Layup 200 Meter. Nach unten können Sie weitere Details abrufen, wie geschätzte Kalorienzahl, die Sie verbrannt haben, noch einmal die Uhrzeit, die Distanz, die Sie bisher zurückgelegt haben in Metern, außerdem die Dauer, wie lange Sie auf der Runde unterwegs sind und Sie sehen eine grobe Skizze des Grüns, sowie wenn jetzt hier Bunker oder Wasser beim Grün ins Spiel kommen würden, würden diese angezeigt werden als Symbole. Dann wissen Sie genau, okay, kurz sollte ich die Fahne nicht verfehlen, das Grün nicht verfehlen, rechts ist die sichere Seite. Und mit einem Klick weiter kommen Sie wieder zurück zu den Layup-Areas. Wenn Sie dann am Ende des Loches sind, können Sie wieder mit einem Klick nach rechts ganz einfach die Anzahl Ihrer Schläge eingeben und sehen direkt oben, ob Sie über Par liegen und wie viele Schläge Sie insgesamt auf der Runde gebraucht haben. So viel zum TomTom Golfer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wie immer finden Sie weitere Details und einen genauen Testbericht auf golf.de.